ich bin's wieder, eure Melissa Ming und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein neues Reaction-Video und zwar reagieren wir zu einem sehr sensiblen Thema und zwar um das Thema Sussengs. Für diejenigen, die nicht wissen, was Sussengs sind, das sind sogenannte Stalker, obwohl Stalker noch ein, sag ich mal, untertriebene Bezeichnung ist. Sussengs sind sehr viel extremer. Die mischen sich extrem in das Leben der Idols ein. Zum Beispiel machen die versteckte Kameras in Taxis oder sogar Hotels und Toiletten. Das ist so krass crazy. Außerdem verfolgen sie die Idols auf Schritt und Tritt. Also das heißt, wenn die Idols irgendwo hinfliegen, dann buchen die sich genau dasselbe Ticket. Das ist einfach so übertrieben krank. Ich weiß nicht, ob man dazu überhaupt noch Fan sagen kann. Ich würde eher sagen, es ist echt Besessenheit. Manche machen das aber nicht so, weil die Idols so begehren, sondern die machen das auch um Geld zu verdienen. Das heißt, diese Aufnahmen bzw. diese privaten, intimen Bilder verkaufen sie dann. Das Video, zu dem ich heute reagiere, heißt Sussengs Fans should stop doing this to K-Pop Idols. Ich weiß, einige von euch können kein Englisch. Ich habe mir das Video noch nicht angeschaut, aber falls englische Parts vorkommen, die wichtig sind, werde ich euch es natürlich übersetzen. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, wir starten mit dem Video. Ich bin echt gespannt, was jetzt gleich auf mich zukommen wird. Und dann würde ich sagen, let's go. Ich muss ein Update für mein MacBook machen. Ey, ich verschiebe das die ganze Zeit, ey. Ich bin so faul, das zu machen. Wie kennt ihr das? Okay, auf Deutsch heißt das Video sozusagen Sussengs Fans, die diese Dinge nicht an K-Pop Idols tun sollten, sozusagen. Okay, guys, are you ready? Let's go. What's up, K-Pop Changers? This is your Wendy once again, and I'm back with another jam video. So if you're ready, let's get started. K-pop idols versus Sussengs. So in this video, we will be talking about the sussing. The word sussing refers to people who exhibit obsessive or extremely dangerous stalking behavior towards the idols. Now, here's the few examples of the behaviors that our idols have encountered with the sussing fans. Red Velvet. Members Sugi, Joy, and Irene from Red Velvet had a live broadcast on Instagram where they talk about their latest daily news to fans. Within minutes of starting their broadcast, Choi's phone started vibrating with a call. Joy and Sugi then tried to keep the mood light as they warned the fan not to call them in a playful tone. Alter, die sieht schon ein bisschen angepisst aus, muss ich sagen. Also am Anfang wurde dieser Begriff Sussengs nochmal beschrieben, was ich euch vorhin auch erklärt habe. Und jetzt ist es sozusagen, Red Velvet bekommt einen Call von einem Unbekannten und die haben nett die Person aufgefordert aufzuhören. Aber ich finde, man sieht schon, dass die ein bisschen angepisst sind. Their broadcast continued to be interrupted as a Sussengs fan continued to call Sugi. As quoted, we still continue receiving a call from a fan. You are not supposed to do that. Stop it, please. Stop calling us, please. Just as they thought the fan had stopped, when Irene entered the room, the Sussengs fan called again. Joy silently refused the phone and she seemed to have turned it off anzurufen. Entirely to avoid disturbance in their live broadcast. EXO. The members had just finished with one of their schedules during their rookie years. EXO. They emerged from a building where they worked and headed toward what they thought was their van. The manager thought something was a little off and stopped them from getting in. It turns out that it was a good call because Sussengs fans rented an EXO-like van and parked where the van would normally wait. Oh mein Gott, die haben einfach denselben Van gemietet und so getan, als wäre das der Fahrer von EXO. Ey, wie krank ist das? Ey, Leute, das ist echt, das geht echt zu weit. A-Pink. Members Nayeon and Chorum remember the times when Sussengs would forcibly board their plane and harass them in an interview. There were times when the fans would recognize the group and take photos of them while sleeping. They couldn't even go to the bathroom and just cover themselves with blankets and go back to sleep. Sussengs fans would even invade the girls' privacy at their hotel rooms. Whoa. They would somehow find out the room numbers of the group and call them late at night or knock on their door. Whoa, das ist echt krass. Once they looked through a hole to see who was knocking on their door, they found out that it was a man with a tablet in hand. And the girls weren't even safe opening gifts from their fans because sometimes they would open gift boxes from fans and some of it contains a recording device or a hidden camera. Boah, ey, krass, stellt euch mal vor, so als Idol macht ihr so Geschenke auf einmal ist da so eine versteckte Kamera drin, also vielleicht in einem Bären oder so, also im Plüschtier oder so eingebaut und man denkt sich so,
Oh, ist ja nur so ein süßes Plüschchen, hängt man sich so, stellt man sich zu Hause wohin, so da in der Ecke oder so, und dann plötzlich ist da eine versteckte Kamera drin. Ey, Leute, das ist so krank. Detail. To spend some quality time with his fans, NCT Taeyong hosted a live broadcast on Naver's V app. Taeyong appeared on that day wearing a casual t-shirt and pants for training, giving his fans a very comfortable atmosphere to enjoy. He decided to have a sushi eating show while introducing his favorite songs to his fans. But when he picked up his phones to show his fans a song title, a call came from a known number. Taeyong seems to be used to that because he gave a very harsh warning by saying, "Please don't do that," as if that sort of thing were happening all the time. During the show, another call came in. He could not help but sigh as he drew an X with his fingers. At first, he looked very serious, but then he smiled as he said, "Oh, mich wird das auch voll I'm going aufregen. To change my number." Which pained his real fans' heart and made them realize how much patience it takes to be an idol. G-Friend. Ohne Witz, ich würde meine Nummer direkt ändern. Ich hätte gar keinen Bock drauf, wirklich gar keine Geduld. Yoja Chingus are always going through rough times with fans who are crossing the line, violating their privacy. In one of their meet and greet events of the group, Hyuju starts to find something strange about the glasses from a certain fan. Ah, ich glaube, das kenne ich, das Video. Hyuju lets know their leader Sohwon after noticing a secret camera was hidden inside. Yeren politely requested the fan to take off his glasses, and she began to investigate the lenses to find out whether it actually had a hidden camera. Although the girl smiled, fans could tell the members were hurt as the face of Yerin turned stone cold as soon as she turned away from the fan to tell the security guard. BTS. Da war eiskalt eine Kamera drin, so asozial. Okay, jetzt kommt BTS. BTS haben so viele Sussings, ne? Ich kann dazu noch ein extra separates Video machen. Schreibt es mir nur gerne unter die Kommentare, ob ich es machen soll oder ob ihr von anderen wünscht. Aber BTS ist echt sehr krass. Yeah, so BTS is one of the hottest bands in Korea and around the world in today's generation. But sadly, there are some disadvantages on their success, and one of these is their privacy. 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 One time, BTS stopped by at a cafe in Sweden for filming. They grabbed a bite to eat when suddenly a group of Seseng fans watched the boys and waited outside the cafe. Even the cameraman needed to step outside and ask them to move, but instead of actually moving, the fans pretended to leave and started to chase the boys What? Outside. Super Junior has... Boah, die sind denn einfach hinterhergelaufen. Also das finde ich schon sehr krass. Die Sache ist, ich glaube, wenn ich BTS oder Blackpink oder keine Ahnung, EXO oder so sehen würde, mir ist aufgefallen, mein Licht ist noch an. Ich mache das sonst nie an beim Film. Egal, ich mach's gleich aus. Wenn ich die sehen würde, würde ich mir denken, oh mein Gott, krass. Ich würde die fragen, ob ich ein Video von denen machen könnte oder whatever. Habe ich ja damals, als ich Lisas Eltern getroffen habe, auch gemacht, obwohl es nicht Lisa selbst war, aber es war Lisas Eltern und ich fand die voll cool und so. Auf jeden Fall wussten die, dass die auf dem Video zu sehen sind. Und weil das ja auch mega krass ist, wisst ihr, das ist voll die Gelegenheit. Ich würde natürlich auch fragen und wenn die Nein sagen würden, dann würde ich sagen, okay. Aber was ich halt gar nicht gut finde, ist halt die Tatsache, dass sie den einfach hinterher rennen. Vor allem, das ist auch mega peinlich. Es ist nicht nur gegen Privatsphäre und was weiß ich was, sondern es ist auch voll erbärmlich, einfach Stars hinterher zu rennen. What the girl, just privacy. You know. He was driving when he heard his car being trailed by Seseng fans. Because he didn't want to be followed in particular, he tried to lose them. He took various paths to try to get away, but he ended up in a car crash. Special broke his leg What? And the injury has a lasting effect on his ability to perform live. And if you notice guys in their comeback, he avoids hard dancing choreography because of this injury. Ey, ich heul gleich. Krass, davon habe ich noch nichts gehört. Also, der ist in einer Boygroup und da haben ihn halt Sussex verfolgt und dann ist es zum Unfall einfach eiskalt gekommen. Ey, das ist krass gefährlich, Leute. Also, das finde ich schon echt sehr krass. Twice. Das ist auch nicht mehr witzig. Momo and Dion quickly end their broadcast after noticing a Sussex fan following their car. After the world tour concert of Twice, Momo and Dion managed to chat with fans in their car through the phone. However, we can easily hear a banging sound from outside the car during the chat. The expression on their faces stiff as soon as they were told they were followed by a fan. Then the two idols turned their lights off and said goodbye to their fans as Momo begged to the Seseng. Can
Monster oh mein X, Gott, das a ist so post with sick. The title "An idol left a message to a sissing friend who came to his home" was posted on an online community. Monster X IM is the idol who has been mentioned here. He posted saying, "Please find and come to the dorm properly." He also left another comment on his post and wrote, "But seriously, what kind of tourist destination is it? Their dorm. It seems like I posted this just to warn the sissing fan against seeking for his accommodations." On the other side, GOT7's Mark and Yongjae, XLA and Ailee also experienced this kind of situation where sissing fans followed them to their residences, flooding idols' phones with calls and texts, and taking unwanted videos and pictures. Taeyeon. In April 2016, Girls' Generation band member Taeyeon complained of receiving constant calls from strangers. She posted screenshots showing missed calls from strangers on Instagram, saying, "Just let me sleep. This is not helping at all for both of us." And schon idols traurig, including Leute. Jung Yung-hwa of CNBLUE, Z-Aiko of BLACKME, Junho of 2PM, and Lay of EXO have also reported incidents of sissing fans following them home or attempting to break Ey, into das their ist so homes. Sick, Leute. Shiny Ki posted a photo in Instagram of a KakaoTalk group chat full of foreign fans. He stated that he had been struggling as a result of the number of chat groups, invitations, and missed calls from assessing fans. Twice Jiyu. Ich wette, Nayeon kommt auch nochmal dran. Also es waren jetzt, das ist die dritte Memberin von Twice. Und Nayeon ist ja auch betroffen von, und der ist sogar Deutscher, ne? Oh mein Gott, Leute. Ich weiß nicht, ob der vorkommt, aber ich denke schon. Weil es sind ja bis jetzt schon drei Member von Twice vorgekommen. An injury after she tripped at the airport due to assessing fan. She was helped by Chaeyoung and the staff, but she looked as if she was in pain. Super Junior. Oh, die Arme. In 2011, two members of the band Super Junior were caught in a six-car collision after being chased by eight fan vehicles in Singapore. It's the band members Lee Took and Heshul. Although they were unharmed, Heshul later tweeted that he still suffered the after effects from the accident and was often afraid to drive. Auch so ein Unfall, was verursacht wurde durch Sassings. Das ist echt einer der größten Nachteile, einfach idle zu sein, Leute. Es kommt Blackpink. During the 2019 World Tour in Manila, Philippines, members received an unwanted amount of chaos as their welcoming assessing fans went over the line. As soon as Blackpink members landed, hundreds of fans stampeded across the airport to get a closer look. As the members got closer, the fans became too wild for even the airport security team to manage. Some even got on top of police vans and Girl, cars to get a better what? Look. Wieso hab ich the davon chaos nichts mitbekommen? Caused by the fans halted all traffic at the airport, causing a disturbance to not only Blackpink but other travelers. GOT7 Jackson. With his immense popularity in both Korea and overseas, Jackson always receives a lot of attention during his airport commutes to international activities. He even suffered injuries at the hands of Chinese sissing when they crashed into his vehicle while tailing him. He was spotted struggling to keep with the overzealous Chinese. Guck mal bitte, wie nah die ihm kommen, ey Leute. Ich hätte gar keinen Bock drauf. Fans who keep crowding him, making it impossible for him to get away. Der Arme, ich hol gleich. Red Velvet Sugi was unfortunately harassed by sissing fans while holding an Instagram live broadcast. He was forced to send out warning after being called inconsiderate by sissing while she was holding the broadcast. The stream was for Sugi's birthday and the fans noticed that the idols looked tired as she stated, "I keep getting calls, so please don't." BTS Jungkook. Schon wieder the Jungkook. Matinee of BTS held a personal V-Live where he talked to fans while enjoying a glass of wine. During the stream, Jungkook received a call on his phone with an unknown number. Woher haben die number, die Nummer? Ich frage mich das ehrlich. That he actually get a lot of calls from sissing fans. SNSD Taeyeon. And who would not forget the most scary incident that involves Taeyeon and sissing during the girls' performance? Ach ja, boah, das ist echt krass. Das habe ich letztens sogar noch gesehen. Da hat ein Fan sie so rausgezerrt. Auf jeden Fall wurde sie da so rausgezerrt, aber zum Glück sind die Bodyguards noch rechtzeitig eingegriffen. Boah, das war echt mega krass. Boah.
Run. Ja, Leute, das war echt krass, Leute. Einige Sachen kannte ich schon, einige Sachen tatsächlich noch nicht. Und viele haben mich mehr krass schockiert. Zum Beispiel, dass Sasaeng sogar Unfälle verursacht haben. Das fand ich wirklich sehr krass. Und das geht wirklich zu weit. Ich glaube, Sasaeng ist einer der größten Schattenseiten in der K-Pop-Industrie. Und das ist ja nicht nur in der K-Pop-Industrie, sondern zum Beispiel auch bei Stars, die in Amerika wohnen oder so. Justin Bieber und alles gibt es ja genug. Und ja, Leute, das war es auch schon mit meinem kleinen Reaction-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch und kommentiert gerne unter die Kommentare, ob ihr einen nächsten Teil wollt. Zum Beispiel speziell auf BTS bezogen oder Twice oder Blackpink oder whatever. Vergesst nicht zu subscriben, macht die Glocke an, um nichts zu verpassen. Folgt mir auf TikTok, folgt mir auf Instagram und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal.